Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Klicken wir also direkt mal drauf und wir haben heute wieder beide Seiten geupdatet bekommen und ich habe auch schon die neue Hacke gekauft, die es heute nämlich gibt, die Forkknife-Hacke, ein richtig geiles Meme. Ich werde euch gleich dazu auch noch ein bisschen was erzählen. Ich habe sie mir vorhin im Stream schon gekauft, weil ganz, ganz viele Leute oder eigentlich alle Leute wollten, dass ich sie mal kurz in-game zeige. Ich werde sie auch gleich auch nochmal in-game zeigen, weil sie ist wirklich ziemlich, ziemlich cool. Wir fangen dann erstmal schnell auf der linken Seite an, die Patronella, wo dieser Gurt hier leider kein Backpack ist. Man kann ihn also nicht auf andere Skins draufpacken. Dazu gibt es dann noch die Machete. Na, Sound ist cool. Und den Heli, auch der leider ohne Fenster. Finde ich ein bisschen schade, aber egal. Dann kommen wir jetzt zum Highlight des heutigen Tages und zwar zur neuen Hacke. Forkknife heißt sie. Und die erste Besonderheit ist, dass sie eine doppelhändige Spitzhacke ist. Das heißt also, man hält diese beiden Sachen, offensichtlich eine Gabel und ein Messer, in beiden Händen. Das schaut wirklich ziemlich cool aus. Ich werde euch gleich auch noch ein bisschen was in-game zeigen. Aber was auch ziemlich cool ist, ist, dass es quasi so das Fortnite-Meme schlechthin ist. Denn es gibt diesen Running-Gag über Fortnite, dass viele das halt nicht richtig ausgesprochen haben und es erstmal Forkknife, weil es halt ähnlich klingt, Forkknife, Fortnite. Es gibt ja auch auf der Karte unten in der Nähe von Battlefields diese Gabel und Messer, auch Forkknife, auch in der Reihenfolge, auch so ein kleines Easter Egg für viele, die das nicht vielleicht kannten. Auf jeden Fall gibt es jetzt auch eine Hacke dazu, die Forkknife-Hacke und hier erstmal der Sound. Ja, jetzt nicht spektakulär, aber ich finde für den Preis von 500 auf jeden Fall in Ordnung. Und dann schauen wir uns jetzt die ganze Hacke mal in-game an, wie die dann quasi beim Laufen ausschaut und wie man die so in den Händen hält. Wir springen einfach mal in-game und dann sehen wir uns dort. So, da sind wir auch schon in der Lobby und ihr seht schon, die Hacke schaut wirklich ziemlich cool aus. Alleine, wie die in der Hand gehalten wird. So eine riesige Gabel und so ein riesiges Messer. Wir können mal hier den Battlebus zerstören. Ja, gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Eine meiner neuen absoluten Lieblingshacken. Ich finde solche zweihändigen Spitzhacken generell ziemlich cool. Und jetzt auch noch einfach eine Gabel und Messer. Finde ich mega cool. Und ich werde auch wieder 1000 V-Bucks verschenken, dass ihr euch die holen könnt. Also wenn ihr ein paar V-Bucks braucht und die neue Hacke hier kostenlos haben wollt, alles was ihr tun müsst, ist einfach nur ein Abo dazulassen. Denn ich verschenke das nur an meine Abonnenten. Also einfach diesen Kanal hier schnell abonnieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann heute mal die Glocke aktivieren. Und wenn ihr das gemacht habt, ein Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare schreiben. Wenn ihr die Glocke aktiviert, bekommt ihr morgens immer eine Benachrichtigung, was halt Neues im Shop drin ist. Es lohnt sich also, die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr die Glocke aktiv habt, dann ja, schreibt gerne mal ein Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare. Dann könnt ihr heute ein paar V-Bucks kostenlos bekommen. Machen wir weiter uns zwar mit den Skins von gestern. Erstmal der Sandsturm mit diesem alternativen Style halt ohne Maske und das gleiche auch mit dem männlichen Skin. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde mir vielleicht noch einen der beiden heute holen. Ich tendiere aktuell noch eher zur Frau. Dazu gibt es auch die ziemlich coole Lackierung. Auch die werde ich mir heute eigentlich holen. Ich hatte vorhin keine V-Bucks, habe gerade eben mal neue V-Bucks aufgeladen. Und dann noch der ziemlich coole Trail, diese Chrono-Spuren. Schauen cool aus. Kommen wir dann jetzt zur rechten Seite. Wie immer, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Danke an jeden hier, der kurz runter scrollt und den Däumchen nach oben drückt. Genau, dann ist mal Feuerläufer. Oh, das Skin schaut ziemlich bosshaft aus. Leider ohne Backpack. Ich glaube, der hätte einen coolen Flammen-Backpack oder sowas haben können. Dann der Rückpaddler. Ja, chillige Musik. Dann das digitale Grau. Eine recht schlichte, etwas lame Lackierung, also finde ich jetzt nicht so krass. Habe ich mir auch nicht mehr geholt. Dann Sichelschläger. Mit dem coolen Sound. Der Taxifahrer, so ein Schwitzer-Skin. Und als letztes die Fingerpistolen. Schönen preiswerten Mode, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr heute ein paar V-Bucks kostenlos haben wollt, alles was zu tun ist, ist einfach nur ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Also kurz runter scrollen und auf dieses kleine Glockensymbol draufklicken, um die Benachrichtigungen zu aktivieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ein Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare schreiben. Unter all den Leuten verschenke ich dann heute wieder 1000 V-Bucks. Genau, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Tragt gerne den Creator Code Snoxy ein, wenn ihr mich unterstützen wollt, dass ich hier mehr Gewinnspiele machen kann. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Hey YouTube, what's going on? This is iTalk Fortnite. Back again with another item shop video. Today is June 14th, 2019. Hopefully you guys are having yourselves a wonderful Friday today. If you're new around here, make sure you subscribe because I do post these daily, as well as other content throughout the week. In today's upload, I actually opened up a big box of Fortnite trading cards. Definitely check out that video if you want. Also leave a like if you actually like it. And if you want to support me in the item shop today, make sure you use code ITALKFORTNITE. Bandolette is back. Okay. Machete. And the Choppa Glider. I honestly feel like we just had this. The new fork knife harvesting tool. Well, we'll buy it. 500 V-Bucks. Does it come in a set? It doesn't come with a set at all. Hmm. That's very interesting. Okay.
Sandstorm is still here, two edit styles. There you go. Scimitar is also still here, two edit styles. There you go. Emblem, cycle through the models really quick. I was watching Pizzo's video on this. Yeah, I'm not the biggest fan of like the red coloring on it. It's kind of bizarre. And the Chronocon Trail. Firewalker is back again. Backstroke emote is back. Digital grayscale is back. Cycle through the models. Again, I don't understand why they don't put this with Bandolier and Bandolette. And I just noticed that Bandolier is not with... Vesicle. Is not with Bandolette. What gives with that? Cabby is back. And Finger Guns is also back. And that's it for the shop, guys. Hopefully you guys enjoyed. If you did, let me know with a like. Comment down below what you think about the shop and subscribe for daily content. Have a great one now. See ya.